Oft fragen wir uns, warum guten Menschen Böses widerfährt. Aber eigentlich ist das die falsche Frage. Und wenn man eine falsche Frage stellt, bekommt man auch keine richtige Antwort. Wir sollten lieber fragen, was passiert mit guten Menschen, wenn ihnen Böses widerfährt? Wir wollen heute über die Kunst sprechen, auf Gott zu warten. Klingt das nicht spannend? Wir wollen darüber sprechen, geduldig auf Gottes Handeln zu warten, statt das Heft in die eigene Hand zu nehmen und dadurch die Situation, in der wir stecken, nur noch schlimmer zu machen. Stimmt das? Wer geduldig warten kann, hat es gut. Weil ihn dann nichts mehr aus der Ruhe bringen kann. Gott hat uns Kraft gegeben. Seine Kraft steckt in uns, aber wir wollen diese Kraft natürlich auch ganz real erleben. Ich hoffe, dass ihr euch wünscht, dass Kranke durch euer Gebet gesund werden. Vielleicht wissen einige von euch nicht einmal, dass so etwas möglich ist. Aber in der Bibel steht, dass wir Kranken die Hände auflegen können und sie gesund werden, wenn wir glauben. Ich habe bereits dafür gebetet, dass heute Menschen hier gesund werden, während ich die Inhalte der Bibel vermittle. Denn ich glaube, dass Kraft im Wort Gottes steckt. Eine Kraft, die Menschen heilen kann. In der Bibel steht, dass Gott sein Wort aussendet und es Menschen heilt und vor Zerstörung bewahrt. Wenn das, worüber ich spreche, dem Wort Gottes entspringt, liegt darin Kraft zur Heilung, Befreiung und Veränderung von Menschen. Doch ihr müsst das auch glauben. Glaubt ihr, dass ihr körperlich geheilt werden könnt, während das Wort Gottes gepredigt wird? Und wie sieht es aus mit den Fernsehzuschauern? Geben sie sich nicht einfach geschlagen, sondern sagen sie, in der Bibel steckt Kraft. Jesus Christus ist das Wort Gottes und in seinem Namen kann Veränderung geschehen. Wenn jemand euch das Wort Gottes vermittelt und ihr das Gehörte verinnerlicht, kann euch das heilen und befreien. Aber wir bekommen nur das, was wir auch glauben. Mir ist ganz wichtig, dass das, was ich sage, von Gottes Kraft erfüllt ist, weil ich nämlich möchte, dass meine Arbeit gute Frucht bringt. Ich will, dass Menschen geholfen wird. Und es ermutigt mich, Erfahrungsberichte von Leuten zu hören, die sagen, dass sie beim Zuhören positive Veränderungen erlebt haben. Aber diese Kraft kann nur dann durch mich zu euch fließen, wenn ich im Einklang mit dem Heiligen Geist lebe und entsprechende Tugenden und Charaktereigenschaften entwickelt habe. Gestern haben wir über eine dieser Eigenschaften gesprochen, nämlich darüber, arm im Geist zu sein. Dies ist eine Haltung der Demut, die es ermöglicht, Gottes Kraft zu erleben. Nicht zu denken, man sei besser als andere. Es geht darum, demütig statt eingebildet zu sein, mit allen Menschen respektvoll umzugehen, sich nicht zu vergleichen oder zu denken, der andere sei klüger oder hübscher oder besser als man selbst, sondern sich bewusst zu machen, dass wir in Christus alle eins sind. So ein Verständnis bringt Kraft. Aber wisst ihr was? In der Gesellschaft wird so eine Haltung als Schwäche ausgelegt. Wir müssen begreifen, dass die positiven Eigenschaften, die Jesus in der Bergpredigt lobt, das genaue Gegenteil dessen sind, was uns in der Gesellschaft beigebracht wird. Wer von euch weiß, dass Jesus nicht ganz den Erwartungen entsprach? Er stellte die Dinge auf den Kopf. So beschreibt die Bibel auch das, was die Apostel taten, nachdem Jesus nicht mehr da war. Sie stellten die Welt auf den Kopf. Ich zum Beispiel möchte eine Frau sein, die die Welt auf den Kopf stellt. Ich möchte jemand sein, den Gott gebrauchen kann, um Dinge zu tun, die noch nie zuvor getan worden sind. Und wisst ihr was? Wenn ihr jemanden so etwas sagen hört, solltet ihr euch selbst nicht ausschließen und denken, na ja, ist ja super, wenn du so etwas machst, aber ich werde derartiges nie erleben. Ihr habt genauso die Gelegenheit dazu wie alle anderen Menschen. Es hängt nur davon ab, ob ihr bereit seid, das zu glauben und euer Leben danach auszurichten. Seid ihr bereit, euer Leben danach auszurichten? Ich bin es leid, dass viele Menschen scheinbar glauben, zu einer Gottesbeziehung gehöre nur, Gott um Vergebung der Sünden zu bitten und dann mit dem Leben genauso weiterzumachen wie bisher. Wir sollten bereit sein, ein ganz neues Leben für Jesus zu leben. Das ist möglich. Uns steht Gottes Kraft zur Verfügung. Aber wir müssen bereit sein, uns nicht negativ von der Gesellschaft beeinflussen zu lassen.
Die erste der sogenannten Seligpreisungen, die ich heute mit euch anschauen will, mag etwas seltsam erscheinen. Ich empfand es jedenfalls so, als ich mich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal damit beschäftigte. Und zwar lautet sie: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Worin soll bitte schön der große Segen liegen, wenn man leidet? Leid deutet doch darauf hin, dass man irgendein Problem hat, innerlich verletzt ist oder einen Verlust erlitten hat. Bestimmt schauen im Fernsehen Menschen zu, die gerade leiden. Sie haben irgendetwas verloren, eine Arbeitsstelle, einen Menschen, eine Beziehung. Vielleicht waren Sie mit jemandem befreundet, der Ihnen wirklich wichtig war, und dann haben Sie herausgefunden, dass diese Person hinter Ihrem Rücken über Sie hergezogen ist, und jetzt ist die Freundschaft in die Brüche gegangen. Vielleicht haben Sie eine Habseligkeit verloren, die Ihnen viel bedeutet hat. Möglicherweise haben Sie auch einen langjährigen Arbeitsplatz oder eine hohe Summe Geld verloren. Es gibt vieles, was wir im Leben verlieren können. Es gibt viel, was wir erleiden können. Aber nun steht hier, dass wir gesegnet sind, wenn wir leiden. Und zwar deshalb, weil wir Trost erleben werden. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wunderbar es ist, wie absolut wunderbar es ist, von Gott getröstet zu werden. Wie herrlich es ist, Gott zu kennen und seinen Trost zu empfangen, wenn man ein Problem hat. Denkt nur mal an all die Menschen auf der Welt, die ähnliche Probleme erleben, wie ihr sie erlebt, oder noch schwerwiegendere. Aber niemanden haben, bei dem sie Trost finden können. Sie sind mit ihrem Schmerz allein. Wir hingegen, wir können nicht nur Trost bei Gott finden, wenn wir leiden, sondern wir haben auch noch das große Vorrecht, der Bibel die Verheißung zu entnehmen, dass aus allem, was wir erleben, etwas Gutes hervorkommt. Wir haben zwar Schmerzen und Probleme, so wie andere Menschen auch, aber das Wort Gottes verspricht uns, dass daraus etwas Gutes entstehen wird. Rein menschlich gesehen ist das völlig verrückt. Aus meiner Trauer soll etwas Gutes kommen? Ja, die Bibel versichert mir, wenn ich meine Schmerzen ertrage und durchhalte, bin ich ein tieferer, reicherer, besserer, stärkerer Mensch, als ich es war, bevor ich mit diesem Problem zu kämpfen hatte. Das ist einer der größeren Vorzüge, wenn man an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, dass man aufgrund von Problemen nicht die Hoffnung aufgeben und sagen muss, jetzt ist alles vorbei, dagegen kann ich nichts machen, ich bin am Ende. Ganz im Gegenteil, für uns sind Probleme die beste Chance für einen Neuanfang. Man kann wieder von vorn beginnen. Das ist, was damit gemeint ist: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Momentan tut es zwar richtig weh, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Gibt es hier heute jemanden, der sich diese Einstellung zu eigen machen will? Es tut weh, es tut so weh, ich kann es kaum aushalten, aber ich entscheide mich heute, mich nicht unterkriegen zu lassen. Ich halte durch, das ist nicht das Ende. Hört ihr mich da draußen? Ich komme wieder. Ich habe diese Geschichte schon öfter erzählt. Einmal war ich bei Starbucks und eine Frau erkannte mich aufgrund der Fernsehsendungen. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, wie schlecht es in ihrem Leben lief. Sie sagte, es kommt mir so vor, als wäre ich von einem Bus überrollt worden. Ich antwortete, wissen Sie, mir ist das auch so gegangen, aber jetzt fahre ich den Bus. Die Frau hatte noch nicht verstanden, was ich versuche, euch zu vermitteln. Sie wollte den Rest ihres Lebens unter dem Bus verbringen und dann über ihren erbärmlichen Zustand klagen. Sie wollte sich selbst bemitleiden, dass sie von einem Bus überrollt worden war. Es kam ihr nicht in den Sinn, unter dem Bus hervorzukrabbeln, sich in den Fahrersitz zu setzen und den Bus zu fahren, um andere verletzte Menschen aufzusammeln. Oft fragen wir uns, warum guten Menschen Böses widerfährt. Aber eigentlich ist das die falsche Frage. Und wenn man eine falsche Frage stellt, bekommt man auch keine richtige Antwort. Wir sollten lieber fragen, was passiert mit guten Menschen, wenn ihnen Böses widerfährt? Was passiert mit guten Menschen, wenn ihnen Böses widerfährt?
Es gibt einen Spruch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau gesagt hat, wenn es hart auf hart kommt, kommen die Hartnäckigen erst so richtig in Fahrt. Ihr müsst euch nicht so schnell geschlagen geben. Ihr könnt die Einstellung haben, ich lass mich nicht unterkriegen. Der Hauptgrund dafür, dass ich es von meinen kläglichen Anfängen so weit gebracht habe, ist, dass ich mich geweigert habe, aufzugeben. Ganz gleich, was in eurem Leben los ist, und das gilt genauso für euch Fernsehzuschauer, ganz gleich, was euch widerfahren ist oder wie oft ihr etwas schon erlebt habt oder wie schwierig es ist, ihr könnt heute den Entschluss fassen, ich gebe nicht auf. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde diese Situation sowohl durchstehen, als auch ihr etwas Gutes abgewinnen, weil Gott nicht lügt und er in der Bibel sagt, dass für die, die ihn lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir leben das Leben sozusagen vorwärts, verstehen es aber nur rückwärts. Wer gerade etwas durchmacht, denkt, ich verstehe das nicht, das tut so weh und es ist so schwer, es ist einfach nur schrecklich. Aber wenn es euch so geht wie mir, schaut ihr einige Jahre später auf eure Probleme zurück und denkt, oh, diese Sache, die ich damals so schrecklich fand, diese Beziehung, die zerbrochen ist, hat mich seinerzeit von Gott ferngehalten. Es war gut, dass diese Beziehung ein Ende fand. Ich will euch heute noch ein paar andere Beispiele von Dingen nennen, die ich im Laufe der Jahre durchgemacht habe. Aber lasst uns erst einmal genauer überlegen, was passiert mit guten Menschen, wenn ihnen Böses widerfährt? Sie wachsen geistlich. Und das gehört zu den besten Dingen, die uns passieren können, geistlich zu wachsen. Gute Menschen sind wie Stehaufmännchen. Sie werden besser, nicht bitter. Die Welt ist voller verbitterter Menschen, die griesgrämig sind und Komplexe entwickelt haben, weil sich ihr Leben nicht so entwickelt hat, wie sie sich das gewünscht haben. Vielleicht gibt es ein paar wenige Menschen hier im Saal oder unter den Fernsehzuschauern, die ein rosiges Leben gehabt haben, voller Sonnenschein. Aber die meisten von uns haben Schwierigkeiten erlebt und das Leben einiger von euch fühlt sich schon lange wie ein Albtraum an. Das ist kein Grund zu verzweifeln. Entscheidet euch, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Und noch etwas, versucht nicht, das alles zu verstehen. Vergleicht euch nicht mit anderen und denkt, warum widerfährt nur mir das? Warum haben andere so ein tolles Leben und ich nicht? Ich kann diese Fragen nicht beantworten und ich bezweifle, dass Gott sie euch beantworten wird. Es kann schon sein, dass er euch ein paar Sachen zeigt, beispielsweise, dass ihr aus Unwissenheit einige schlechte Entscheidungen getroffen habt und jetzt durch richtige Entscheidungen eine positive Wende schaffen könnt. Aber wenn uns unverschuldet Schwierigkeiten treffen, dann wissen wir nicht unbedingt warum und wir müssen das auch nicht verstehen. Wir sollten aber wissen, dass es jemanden gibt, der unsere Schwierigkeiten zum Guten wenden kann. Man kann auf eine gute Einstellung schließen, wenn jemand nicht nur auf das schaut, was er verloren hat, sondern auf das, was ihm noch geblieben ist. Es ist so gefährlich, herumzusitzen und zu sagen, dies und jenes ist nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Wie viel in eurem Leben gibt es, das gut läuft? Könnt ihr gehen, könnt ihr sprechen, könnt ihr hören, könnt ihr sehen? Konntet ihr heute Morgen aus dem Bett steigen und ins Badezimmer gehen, ohne dass euch jemand erst in einen Rollstuhl helfen musste? Habt ihr letzte Nacht ein Dach über dem Kopf gehabt? Oder seid ihr wie einige der Leute, die ich hier in eurer Stadt gesehen habe, die sich darauf vorbereiten, den Winter auf der Straße zu überleben? Das muss furchtbar sein. Und selbst wenn einige dieser Leute etwas dagegen unternehmen könnten und es nicht tun, dürfen wir Mitleid mit ihnen haben, weil sie offensichtlich Probleme haben. Wir können zumindest für sie beten, statt sie abzustempeln und zu sagen, ach, wenn der nur etwas dagegen unternehmen wollte, könnte er es doch. Einige Leute sind so kaputt, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, um ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Wenn guten Menschen Böses widerfährt, bleiben sie weiterhin gut. Sie gehorchen Gott, ganz gleich, was passiert. Sie müssen sich nicht gut fühlen, um Gott zu gehorchen. Sie gehorchen ihm unabhängig von ihren Gefühlen. Und deshalb erleben sie schließlich den Trost Gottes. Lasst uns einmal 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4 anschauen.
Das, worüber wir hier heute reden, sollte euch eine viel positivere Sicht auf eure Schwierigkeiten geben. Wer weiß, vielleicht weckt es sogar Begeisterung in euch über eure Probleme. Gut, ich dachte mir schon, dass das zu viel erwartet ist. Lasst uns mit Vers 3 beginnen. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Lasst uns hier einmal kurz innehalten. Wenn man Trost braucht, sucht man den bei anderen Menschen vergebens. Ich meine damit nicht, dass andere Menschen uns überhaupt nicht helfen können. Es tut gut, wenn jemand für uns betet. Es tut gut, wenn jemand uns ein Ohr leiht. Es tut immer gut, wenn jemand zu uns sagt, ich fühle mit dir in deinem Schmerz. Doch dieser Trost reicht nicht, um uns wieder auf die Beine zu helfen und auf Kurs zu bringen. Geht immer zuerst zu Gott, wenn ihr ein Problem habt. Lauft zu Gottes Thron, nicht zum Telefon. So oft suchen wir Hilfe bei Menschen, die noch nicht einmal mit ihren eigenen Problemen zurechtkommen. Und dann fragen wir sie, wie wir mit unseren umgehen sollen. In dem Vers steht, dass Gott der Ursprung aller Barmherzigkeit ist. Er ist derjenige, der uns tröstet. Und einige Leute hier müssen das unbedingt beherzigen, weil ihr jedes Mal, wenn ihr ein Problem habt, zu einem Freund rennt. Seid ihr schon mal frustriert gewesen, weil ihr bei einem Menschen Hilfe gesucht habt und dieser das Problem gar nicht zu erfassen schien? Gibt es hier Ehefrauen, die das hin und wieder mit ihrem Mann erleben? Ihr Ehefrauen, seid ihr schon mal auf euren Mann wütend gewesen, weil ihr versucht habt, ihm deutlich zu machen, was euch quält und er es einfach nicht zu kapieren schien? Ich habe zu Dave gesagt, auch wenn du mich nicht verstehst, tu so. Für unsere Ehe ist es besser, wenn du in einer solchen Situation so tust, als ob. Normalerweise möchte ich schon, dass du ehrlich bist, aber was das betrifft, darfst du gerne etwas vortäuschen. Schau mich einfach mitfühlend an und sage, das kann ich gut verstehen. Inzwischen macht er das. Ich weiß zwar, dass er es nicht unbedingt versteht, aber es tut mir trotzdem gut. Es hilft mir. Manchmal glaube ich, dass mir mein Hund mehr Trost spendet, als Menschen es tun. Wer von euch weiß, dass es keine Rolle spielt, was sonst so los ist, wenn man einen guten Hund hat, der einen liebt? Er gibt trotzdem seine Hundeküsse. Amen. Also, wenn ihr dazu neigt, euch über Leute zu ärgern, weil sie euch nicht das geben, was ihr wollt und braucht, dann geht doch lieber zu Gott. Vers 4. In allen Schwierigkeiten tröstet und ermutigt er uns, damit wir andere trösten und ermutigen können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Wenden wir den Gedanken mal auf einen Extremfall an. Wisst ihr, ich glaube, dass es in meinem Leben schwierige Erfahrungen gegeben hat, von denen Gott mich schneller hätte befreien können, als er es getan hat. Aber er hat es deshalb nicht getan, damit ich den Leuten, die mir heute zuhören, Trost spenden kann. Das, was ich gelernt habe und lehre, stammt nicht aus einem Predigtbuch. Ich habe das alles selbst durchgemacht. Ich weiß, wovon ich rede, und ich weiß, dass Gott treu ist. Das heißt, wenn ihr von Gott gebraucht werden wollt und gesagt habt, Gott, ich stehe dir zur Verfügung, wenn ihr euch getraut habt zu beten, Herr, ich möchte, dass du mich benutzt. Wer von euch hat das schon gebetet? Gott, ich möchte, dass du mich benutzt. Gut, dann müsst ihr euch aber auch auf etwas gefasst machen. Denn wenn ihr Gott dienen wollt, müsst ihr Erfahrungen gesammelt haben. Es reicht nicht nur, das nachzuplappern, was in der Bibel steht. Man muss es selbst erleben. In Hebräer 5 heißt es, dass selbst Jesus durch sein Leiden lernte, gehorsam zu sein. Da kann man sich fragen, wie jemand, der nie ungehorsam gewesen ist, gehorsam lernen kann. Gemeint ist, dass er gelernt hat, den Preis für Gehorsam zu zahlen. Er hat begriffen, was es kostet, Gott wirklich zu gehorchen. Und in Hebräer heißt es weiter, dass er durch das, was er erlitten hat, darauf vorbereitet wurde, unser Retter und Hohepriester zu werden. Wisst ihr was?
Ich bin dazu qualifiziert, hier zu stehen und euch zu helfen, weil ich das Nötige durchgemacht habe und weiß, wovon ich rede. Wenn ihr qualifiziert sein wollt, anderen zu helfen und Worte zu sprechen, die in der Tiefe etwas bewirken, dann müsst ihr Gott vertrauen, dass er einen Plan mit all dem hat, was ihr durchmacht. Das ganz gleich, was geschieht, ihr am anderen Ende als besserer Mensch herauskommt, als ihr vorher wart. Natürlich ist es jetzt leicht zu klatschen, wenn man das alles schon hinter sich hat. Ich bin zwar dankbar für euren ermutigenden Beifall, aber ich sage euch, wenn all die Schwierigkeiten noch vor einem liegen und man überhaupt nicht versteht, was los ist und es so weh tut, als würden sich die Innereien nach außen kehren, ist das wirklich schwer. Aber so schwer es auch ist, es kann helfen, wenn jemand, der das schon durchlebt hat, einem sagt, halte durch, du wirst es schaffen und es wird irgendwann vorbei sein. Am Ende bist du ein besserer Mensch, als du wärest, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest. Versteht ihr? Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Von Natur aus denken wir eher, dass es kein Segen ist, etwas zu verlieren. Allerdings sind die Dinge, an die wir uns klammern, häufig genau das, was uns von einer tieferen Beziehung zu Gott abhält. Darf ich euch sagen, dass Gott sich nicht nur so eine oberflächliche Ich-gehe-einmal-in-die-Woche-zur-Kirche-Beziehung zu euch wünscht? Er möchte nicht, dass ihr ihn in die religiöse Schublade eures Lebens steckt, während ihr den Rest eures Lebens selbst bestimmt. Er möchte an allem, was euch und euer Leben betrifft, beteiligt sein. Versteht ihr? Manchmal muss Gott in unserem Leben zu Mitteln und Wegen greifen, die wir nicht verstehen. Manchmal entpuppt sich das, was wir für das größte Unglück in unserem Leben halten, als der größte Segen, den wir je erlebt haben. Denkt nur an Josef in der Bibel. Die Geschichte fängt so traurig an. Da ist dieser Junge, der einen Lebenstraum hat und glaubt, dass Gott ihn gebrauchen möchte. Doch auf einmal sind seine Brüder so eifersüchtig, dass sie ihn aus Hass in eine Grube werfen und ihrem Vater erzählen, er sei tot, dann verkaufen sie ihn an Sklavenhändler. Und er wird ein Sklave in Potiphars Haus. Aber schon bald überträgt dieser, Josef, die Aufsicht über sein ganzes Haus. Ein guter Mensch lässt sich nicht unterkriegen. Überall, wo Josef hinkam, auch wenn die Situation noch so schwierig war, hatte er Erfolg. Wenn Gott mit einem ist, kommt es nicht darauf an, in welcher Situation man steckt. Gott schenkt einem Gunst. Aber der Teufel mischte auch mit. Er fand jemanden, durch den er sein Unwesen treiben konnte. So versuchte Potiphars Frau, Josef zu verführen, aber dieser ließ sich nicht darauf ein. Er blieb standhaft, ganz gleich, was es ihn kostete. Er ließ sich nicht verführen, weil er ein Mann Gottes war. Er blieb standhaft, ganz gleich, was es ihn kostete. Wenn wir die inneren Haltungen entwickeln, über die Jesus in Matthäus Kapitel 5 spricht, werden wir auch die Segnungen erleben, die mit diesen Haltungen einhergehen. Es ist bemerkenswert, was in der Bibel mit dem Segen gemeint ist. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass die Bibel wahr ist und dass Gott Leben verändert. Und er gibt euch ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Vielleicht kennen Sie Joyce Meyer durch ihre Bücher oder ihre Sendung Das Leben genießen. Aber wussten Sie, dass Joyce Meyer Ministries weltweit auch ganz praktisch humanitäre Hilfe leistet? Mit Essensausgaben, Krankenhäusern, Katastrophenhilfe, Befreiung aus Menschenhandel und vielem mehr. Dieser missionarische Hilfsdienst heißt Hand of Hope, also Hand der Hoffnung, und wird komplett aus Spenden finanziert. Meinen Eltern ist schon zu Beginn ihrer Arbeit aufgefallen, dass die Bibel sehr viel davon spricht, sich um die Armen zu kümmern.
Ständig ist die Rede davon, Gefangene zu besuchen, Hungrigen zu essen zu geben, Fremde aufzunehmen, Witwen und Waisen zu versorgen. Deswegen wollen wir diesem Auftrag nachkommen. Unser Dienst ist mittlerweile sehr gewachsen. Dadurch haben wir auch mehr Möglichkeiten, noch größere Dinge zu tun. Überall auf der Welt lernen wir so viele wunderbare Kinder kennen, die aus so verzweifelten Situationen kommen. Und wir sind so dankbar, dass wir ihnen helfen können. Heute sind wir gerade in Thailand. Und dieser Junge hier, Somdet, hat einige tragische Dinge erleben müssen. Aber Gott sei Dank kann er jetzt in diesem Kinderheim leben und seine Zukunft sieht wieder rosiger aus. Seine Eltern sind beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er 6 war. Und als er gefunden und hierher gebracht wurde, litt er an einer schweren Ohrenentzündung, die einen Hörschaden und viele andere Probleme mit sich brachte. Nach einer 2-jährigen Behandlung kann er jetzt wieder gut hören. Also vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, Somdet und anderen Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt ein Zuhause zu geben. Von Jesus erzählen und Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Es stimmt schon. Die vielen Nöte auf der Welt können einen überfordern. Vielleicht fragen Sie sich sogar, ob Sie überhaupt etwas bewirken können. Die Antwort lautet ja. Hand of Hope, der missionarische Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, kann das bezeugen. Wir schaffen nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück reichen wir einem Menschen nach dem anderen unsere Hand. Auf der Suche nach neuen Impulsen für sich und Ihre Freunde? In der aktuellen Produktbroschüre von Joyce Meyer finden Sie auf einen Blick alle Bücher und DVDs sowie Bestseller, Neuerscheinungen und Angebote. Stöbern Sie durch die Seiten. Joyce Meyer bringt die relevanten Themen des Lebens auf den Punkt. Lassen auch Sie sich inspirieren. Blättern Sie online durch die Seiten oder bestellen Sie die Broschüre kostenfrei unter joyce-meyer.de/broschüre oder telefonisch unter 040 88 88 41111. Gewohnheiten haben Macht in unserem Leben. Zunächst entwickeln wir sie, dann aber kann es sein, dass sie uns immer mehr steuern. Doch das muss nicht sein. In meinem Buch Alles nur Gewohnheit werden Sie entdecken, dass Sie schlechte Gewohnheiten loslassen können, wenn Sie Ihr Leben mit einer guten Gewohnheit nach der anderen füllen. Mit Gottes Hilfe können Sie den Kampf gegen schlechte Gewohnheiten gewinnen und Ihr Leben in ganz neue Bahnen lenken. Lesen Sie selbst. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Alles nur Gewohnheit im Internet unter www.joyce-meyer.de. Oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 41111. Auch auf DVD. Bestellen Sie das ganze Set mit 2 Doppel-DVDs und Buch zum Sparpreis.